Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Imperium Galactic Survival in der Staffel 5. Ja, meine Lieben, ich habe mich dazu entschlossen, ich nehme das als meine Basis. Ich werde einfach den Abaddon-Bunker werde ich als meine Basis nutzen. Was ihr jetzt nicht mitbekommen habt, ich habe schon mal meinen ganzen Stuff geholt. Also das ist ja noch lange nicht alles, ne? Also ich habe alles ins Raumschiff jetzt gepackt. Ich habe meine andere Base schon abgebaut. Mehr oder weniger zumindest. Den ganzen Mist hier reingeschlittert, ne? Alles überall, wo Platz war. In der Kühlschränke, die ganzen Mats und. Die ganze Muni und alles. Also ich habe alles mitgenommen. Ich will jetzt losgehen ein bisschen. Achso, ne, ich muss mal kurz nach Blöcken gucken, ob ich noch Blöcke habe. Konstruktor habe ich hier ja auch drin, zum Glück. Im Raumschiff. Habe ich mir auch gleich schon mal einen Kern gemacht. Den setzen wir gleich erstmal als erstes hier. Und, ja, dann haben wir eine neue Basis. Müssen wir uns die erstmal ein bisschen hübsch machen hier. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob ich brauche, ob ich brauche. Die, ne? Armierte Blöcke? Ja, nehmen wir armierte, ne? Mal gucken, dass wir die Form so halbwegs hier hinbekommen. Und wir müssen ein bisschen den Müll wegräumen. Und wir müssen gucken, wo wir die hinsetzen. Also, ich würde gerne wissen, was ist das hier? Was ist hier hinter? Ich glaube, irgendwas hinter. Leerer Raum. Hier ist noch ein leerer Raum. Ja, wir müssen den ganzen Glibber wegbauen. Und das natürlich dann als unsere Basis nutzen. Ist natürlich nicht eine Sauarbeit, das hier alles wegzumachen. Aber haben wir was zu tun, ne? Da ich ja eh CPU-Erweiterung aus habe, ich natürlich trotzdem zusehen will, dass ich die CPU-Erweiterung bekomme. Jetzt mittlerweile ist ja auch ein neues Update raus. Da ich ja immer ein bisschen voraus aufnehme, ist das, seht ihr das natürlich erst viel später. Aber anders geht's bei mir nicht. Ich kann das nicht täglich aufnehmen oder so. Da habe ich nicht die Zeit für, meine Lieben. Da müssen wir mal schauen. Also wir werden auf jeden Fall hier alles wegnehmen. Alles wieder auf normal setzen hier. Sofern das eine normale Base ist. Wenn nicht, machen wir halt eine draus. Habe ich noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch nie im Leben eine Alien-Basis als meine Basis benutzt. So eine Sachen habe ich noch nie gemacht. So, wir müssen mal gucken. Dann den Kern am besten setzen, ne? Also hier, das gefällt mir schon. Oh, hier sind ja auch noch. Lol, hier war ich noch gar nicht. Ist ja lustig. War ja noch gar nicht drin. Guck, da haben wir wieder ein Secret gefunden hier. So ungefähr. Hier ist noch ein Ventilator. Da geht es richtig abwärts. Ah, da ist ein Fahrstuhlstart, siehst du. Und von da kommt noch ein Fahrstuhl runter. Ich habe jetzt gerade keinen mit. Lass mal gucken. Wir müssen gucken, dass wir dann hier durchgehen, weil ich will, wenn dann, will ich hier irgendwo rein. Genau, dann würde ich das hier nämlich setzen. Warte mal, nee, komm, wir müssen jetzt erstmal das von unserem Kern irgendwo hinsetzen. Jetzt kommen wir ja nicht hoch. Oder komm, wir bauen mal eine provisorisch mal eine Treppe hier hin. Nein. Ach, das geht ja gar nicht, ne? Machen wir es halt so erstmal. Machen wir so. Ja, wo setzen wir den Kern hin? Wir müssen auch einen Fahrstuhl runtersetzen. War ich hier überhaupt?
Kann mich gar nicht so erinnern, ob ich hier schon drin war. Ja. Yeah. Schon ganz gut aus hier. Ich überlege, ob wir jetzt den Kern direkt hier hinsetzen, wo wir sind, oder setzen wir den lieber unten hin irgendwo. Dafür müsste ich hier erstmal durchsteigen. Muss mal kurz ein paar Fahrschuhblöcke holen. Wo können wir nicht? Ja, nee, komm, wir gehen kurz hin. Müssen wir so mal ein Stück zurückfliegen hier. Habe ich schon markiert mit neuer Basis. Wir müssen dann noch mal gucken, dass wir die Verteidigung in Gang kriegen. Achso, jetzt Quatsch. Nee, jetzt wollte ich doch. Wollte ich erst mal gucken wegen den Aufzugblöcken. Und was wir noch mal kurz welche herstellen. Na, 6 sind ein bisschen wenig, ne? Aber noch mehr. Hier da auf jeden Fall nicht. Hier auch nicht. Ne, da müssen wir. Da müssen wir welche herstellen. Wo ist denn der. Wo war denn der Konstruktor jetzt? Hier, ne? So, lass mal gucken. Ne, ein paar Blöcke? Ne, auch nicht. Kann der keine herstellen? Oh oh. Ne, der kann keine. Ah, shit, der kann keine herstellen. Oder? Ne. Ist doch so ein kleines Pissding. Ja gut, dann müssen wir. Na. Weiß ich auch nicht. Müssen wir mit den 6 Blöcken jetzt mal hinkommen, weil ich würde nach Möglichkeit gerne unten den weiter unten hinbauen. Aha. Soll ich auch wieder hochkommen? Da haben wir noch mehr Blöcke. Viel, viel mehr Aufzugblöcke noch. Oh Mann, ey, das wird ja was hier. Mal Licht anmachen hier. So. Dunkel. Da hat sich ja fest, ich habe ja was vorgenommen. Mag aber die gruselige Musik. Das hat schon was, ne? So. Den auch gesetzt. Haben wir den schon? Ja. Ach, hier hatte ich den Kern auch, genau. Hier haben wir den Kern auch rausgenommen, ne? Dann setzen wir den hier auch wieder rein. So, Kern gesetzt, meine Base. Jetzt ist das meine Base. Das Ding rennt sogar, ne? Es rennt sogar. Egal, aber diese mega leuchtenden Blöcke hier, die mache ich weg, ey. Boah, das, ist ja, das geht dir so vor Augen. So, dann können wir hier erstmal ein bisschen dicht machen, ne? Ah, ne, war schon richtig. So, und so, dass wir hier nicht mal reinfallen. Und dann lass uns mal. Wo stellen wir denn mal am besten? Ich glaube, wir bauen die obere Front ein bisschen weg hier. So. Wenn wir hier einen Konstruktor hinsetzen. Jetzt so, oder? Kein Unterschied. Guckt ja sowieso aus, das Ding, ne? So. Strom ist gerade ein bisschen Mangelware. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Kisten. Ja, wir brauchen eigentlich einen besseren, ne? Das ist eigentlich. Ne, auch nicht.
Kühlschrank. War hier machen, ne? So. Und den Saft auch gerade nicht hier drauf. Ja, da unten irgendwie 10.000 Solarpanels stehen, aber trotzdem kein Strom hier. Ich habe den Strom ja rausgemacht, ausgemacht, ne? Mal gucken wegen den Generatoren, wo die sind. Was geht das Gesuche los, ne? Weiß auch noch gar nicht, wo was stand hier. Ah, das wird aber, das wird bestimmt geil, Leute. Das wird bestimmt geil. Ah ja. Hier sind die ganzen Duschen und alles. Da müssen wir uns erstmal zurechtfinden, wo hier was ist. Ah, hier sind diese ganzen was auch immer Dinger. Das wird noch spaßig hier, wenn die Zirax versuchen hier reinzukommen. Oder wenn die erstmal hier drinnen sind. Wird das erstmal richtig spaßig. Dann suchst du dir nachher einen Wolf, wo die sind. Und findest du sie nachher nicht, weil das alles so verzweigt ist hier. Scheint irgendwie so ein... Noch ein Gang hinter. Ah, da, da sind die Batterien. Zumindest eine Batterie ist hier. Guck mal, ich finde immer mehr heraus hier. Hier ist eine Batterie. Aber der Scheiß muss auch eine Basis haben. Kern, sag ich schon, Mensch. Hier muss ich echt massig abbauen, ne? Massig abbauen. Wie viele Blöcke hier sind? Und diesen, was ist ein scheiß 10er Blöcke. Ah ja, Fresser. Was, wieso ist hier... Hä? Die Bauweise verstehe ich nicht so ganz. Also hier haben sie Eisen gebaut. Dann haben sie wieder Beton oder ja oder Stahlbeton, sag ich jetzt mal, dazu gebaut. Was haben sie hier gebaut? Gar nichts. Weiß auch nicht, was das hier sein soll. Das scheint der ultimative Keller zu sein. Hier haben sie Gefechtsstall verbaut. Zumindest so aus, ne? Was ist das? Ja, Gefechtsstall, sag ich doch. Sag ich doch! Ja, wir müssen erstmal hier den ganzen Alien-Mist mal wegmachen, damit ich mal mich hier zurechtfinde, was ist was und so. Ich weiß natürlich nicht, ob die Konstruktion noch hält, wenn ich die ganzen Zähneblöcke hier wegballer. Nee, nicht. Oh, oh. Okay, das hält nicht. Da ist schon irgendwas eingestürzt draußen. Oh, oh, nicht gut. Nicht gut, Felljack, da ist irgendwas eingestürzt. Oh, Wasser. Keine Ahnung, irgendwo ist was eingestürzt. Diese Blöcke müssen aber auch weg hier. Mal durch neu ersetzt werden.
diesen ätzenden Block erstmal weg. Okay, da muss ich die Stütze vielleicht lassen. Schade, ich dachte, die Basen gehen auch so, so nach dem Motto, die haben vorher auch so funktioniert. Ne, leider nicht. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, ne? Ist ja auch noch eine Textur. Auch 10er Blöcke mit Texturen. Also ich kann wirklich nicht alles komplett wegmachen. Oh, ja, das wird jetzt ein bisschen schwer. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Habe ich jetzt eigentlich noch Sprit mit? Natürlich nicht. Nur die 16 Stück da. Erst eigentlich erstmal gucken, wo was ist, ne? Mein Gott, hier verlaufe ich mich. Hier werde ich mich verlaufen, bevor ich hier irgendwas gefunden habe. Ja, die Generatoren muss ich finden, ne? Wo sind die Generatoren? Ja, Sonnensand zum Beispiel, ne? Für Pflanzen und so, das kann man schon leer machen. Sofern man die Pflanzen hier rein haben möchte. Dann steht hier natürlich schon ein Kühlschrank. So eine Sachen hier können weg. Irgendwie so ein... Keine Ahnung, Leute. Also ich muss echt gucken. Das hier. Mal weg, den auch. So, jetzt bin ich hier wieder. Bin ich einmal im Kreis gelaufen. Aber was mache ich hier eigentlich? Das ist doch meine Basis, ey. Ich suche mir einen Wolf. Ich kann auch hier auffüllen. Oh, 1 Million, Alter. Und er ist gerade um 80.000. Kranke Scheiße, ey. Ich jetzt erst. Gehen wir mal weg. Ja, spannend, spannend, ne? Was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Mehr Sprit wollte ich. Mehr Sprit. Habe ich den ganzen Sprit hingemacht? Er macht 9. Zion. Hier ist der Sprit. Noch blinken kann doch gar nicht sein. So, die blinken ja sowieso, ne? Ah, jetzt sieht man auch, hier ist ein bisschen mehr Licht jetzt. Hier drin muss jetzt eigentlich alles funktionieren. Oh, ich muss auch mal echt mal gucken, wo die Generatoren sind. Ich weiß es nicht. Da müssen wir nochmal nachschauen. Also ist hier echt arschdunkel drin irgendwie. Dann nochmal ein Würstchen essen hier. Bis ich hier durchgestiegen bin, wo hier was ist. Sollte man vielleicht doch alles in diese Etage reinlegen, dann habe ich alles hier drin. Ne? Warum so eine große Basis, weiß ich selber nicht, aber ich finde es irgendwie geil. Ja, da würde ich aber sagen, das war es erstmal für heute. Dann sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. Like und Abo, wenn es gefällt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!